Hallo und herzlich willkommen am Sonntagnachmittag, einem ganz besonderen Sonntag, einem nämlich, an dem es endlich losgeht mit der Saison 18-19 in der Frauenfußball-Bundesliga und heute mit einem ganz besonderen Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem ersten FFC Frankfurt. Und die beiden Teams, Sie sehen es, sind schon auf dem Platz. Und weil es, wie gesagt, das offizielle Eröffnungsspiel dieser Saison ist, sind nicht nur die beiden Teams mit ihren Einlaufkindern auf dem Platz, sondern auch die Fahnen der anderen Bundesliga-Teams. Die sind alle vertreten. Und wenn Sie sich jetzt wundern und denken, gestern gab es doch schon ein Spiel, das ist richtig, Duisburg gegen Essen. Essen gestern schon 4-0 gewonnen, aber trotzdem ist heute diese Premium-Partie sozusagen das offizielle Eröffnungsspiel. Und damit geht es dann ganz offiziell rein in die Saison 18-19. Und beide Teams, das haben sie mir vorher verraten, sind voller Vorfreude, haben richtig Lust darauf, dass es jetzt endlich losgeht. FFC-Trainer Nico Arnautas hat gesagt, naja, das ist nicht anders, da geht es mir nicht anders als meinen Spielerinnen. Nach einer langen Vorbereitung ist das einfach so, dass wir uns alle sehr, sehr freuen. Jetzt gibt es da noch eine Auszeichnung. Pernille Harder vom VfL Wolfsburg ist ja Europas Fußballerin des Jahres geworden. Die Dänin war in der vergangenen Saison auch Bundesliga-Torschützenkönigin. Und na klar, die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sind stolz auf sie. Und dafür ist sie jetzt nochmal ausgezeichnet worden. Und in Wolfsburg, Sie sehen es, der Rasen zu Saisonbeginn sieht super aus, ist vorhin nochmal gewässert worden. Auch ansonsten die äußeren Bedingungen wunderbar heute. Schöner Spätsommertag, 20 Grad. Und hier sehen wir die Schiedsrichterinnen. Angelika Söder, liebe Zuschauer, die ist die Schiedsrichterin heute dieses Spiels. Und die Psychologin wohnt in Ingolstadt, 29 Jahre alt, aber ganz, ganz erfahren. Und schon seit 2008 in der Bundesliga, seit 2015 auch Schiedsrichterin bei der FIFA. Und jetzt kriegt sie nochmal hier, Pernille Harder, die Torjägerinnenkanone, wie es ja eigentlich heißen muss. Für ihre Wahl zu Europas Fußballerin des Jahres. Also läuft bei ihr. Pernille Harder, richtig gut dabei. Eine wahnsinnig gute letzte Saison gespielt und vollkommen... Genau, da wird nochmal austariert, wer mit aufs Foto darf. Und die Kolleginnen hinten, Sie sehen es, die haben alle richtig Lust, die sind heiß. Und wie gesagt, ein schöner Spätsommertag in Wolfsburg, super Voraussetzungen, tolles Wetter. Nicht mehr so heiß wie in den vergangenen Wochen. Da freuen sich auch beide Teams, dass es nicht mehr ganz so ächzend heiß ist und dass es heute losgehen kann. Jetzt da nochmal Shake Hands. Maskottchen Wölfi darf natürlich auch nicht fehlen. Und Almut Schuld, die Torhüterin der Wolfsburgerin, schaut sich da nochmal den Ball an. Die Frankfurterinnen Marit Priessen, die Kapitänin, gewinnt die Seitenwahl und es wird noch mal getauscht. Und beide Kreise, beide schwören sich noch mal ein. Bei den Wolfsburgerinnen hier auch die Ersatzspielerinnen, was ja immer ein bisschen despektierlich klingt, aber es gar nicht sein soll. Also der ganze Kader mit dabei, alle, die mit auf der Bank sitzen. Und Sie sehen es in den Gesichtern. Das ist Vorfreude. Der FFC ist heiß, hat eine ganz schwierige Vorbereitung gehabt. Unterschiedliche Abstellungsphasen, also die Mädels teilweise bei der U20-WM und eben mit ihren Nationalteams unterwegs.
Erst Freitag vor einer Woche hatte Nico Arnautis das ganze Team mal zusammen auf dem Platz. Und er sagt, natürlich ist das schwierig. Und natürlich ist das eine Herausforderung. Aber das ist was, was ihm gut gefällt, dem Trainer der Frankfurterinnen. Und er sagt, für mich ist das kein Problem. Natürlich ist es schwierig und natürlich ist es eine Herausforderung. Allein was die Belastungssteuerung angeht, jeden da so fit zu haben, wie man es zu Beginn so einer Saison möchte. Aber das glauben sie, haben sie gut geschafft. Und trotzdem wird es spannend zu sehen, wie diese beiden Teams sich heute begegnen. Wolfsburg, der absolute Favorit hier gegen den ersten FFC Frankfurt. Und jetzt geht es gleich los. Und zwar mit dem Anpfiff rein in die Partie. VfL Wolfsburg gegen den ersten FFC Frankfurt. Und ich habe es eben schon gesagt, die Wolfsburgerinnen sind die absoluten Favoritinnen in der vergangenen Saison. Doublesieger mit Meisterschaft und Pokalsieg. Und dann natürlich auch das Champions League-Finale. Erst ganz spät gegen Lyon verloren. Aber wir sehen schon direkt, wohin der Weg geht, nämlich nach vorne. Und die Aufstellung, so viel kann ich Ihnen verraten. Beide Teams heute mit einem 4-4-1. Die Frankfurterinnen sonst ja nicht mit einem 4-4-1-System, haben sich aber auf die unglaubliche Offensivkraft des VfL Wolfsburg eingestellt und deshalb heute mit einem 4-1-4-1 im Mittelfeld. Sonst ja oft die Doppelsechs mit Jackie Grönen und Tanja Pawulek, die wir hier gerade sehen. Und die Tanja Pawulek muss heute das auf der 6 alleine bestreiten. Jackie Grönen eine Position davor. Also es wird weitaus intensiver für Tanja Pawulek. Aber Nico Arnautis, der Trainer der Frankfurterinnen, sagte, wir müssen reagieren auf diese unglaubliche Offensivkraft, die die Wolfsburgerinnen haben. Und er setzt heute auf 3 Neuzugänge. Geraldine Reuteler, Laura Feiersinger und Laura Freigang sind mit dabei in der ersten Elf der Frankfurterinnen. Und die Wolfsburgerinnen mit Alex Popp machen hier gleich mal klar, was sie vorhaben im eigenen Stadion. Hatten eine sehr gute, eine sehr intakte Vorbereitung, waren alle zusammen. Und kaum Abstellungsphasen oder die sie hatten, konnten sie eben gut kompensieren, weil sie bereits seit Jahren zusammenspielen, das Team. Wenig Neuzugänge und Fischer auf außen. Und wir sehen sehr taktisch, aber auch sehr intensiv schon, der FFC sehr damit beschäftigt, die Bälle da hinten rauszukriegen. Und Foul hier an Pajor. Schauen wir noch mal. Da geht Grünen hin, aber alles gut. Jetzt versuchen sie es wieder über außen, die Wolfsburgerinnen, über Lara Dickenmann, die Schweizerin, und nochmal hintenrum. Wieder Dickenmann, soll geschickt werden, kriegt den Ball auch, gibt ihn rein und der war schon im Aus, bevor Pinnell-Harder da dran war. Deshalb ein Ball für Brienne Hieberlin, die Torhüterin der Frankfurterinnen, die ja im vergangenen Jahr zur Nummer 1 geworden ist, kam 2017 aus Potsdam und ist von Matt Ross, dem Vorgänger von Nico Arnautis, auf der Trainerbank der Frankfurterinnen zur Nummer 1 geworden. Langer Abschlag und wieder landet der Ball bei Wolfsburg. Da schon jetzt eine absolute, schon zu sehen, dass bisher, wie gesagt, der FFC vor allen Dingen mit Verteidigen beschäftigt ist. Die Wolfsburgerinnen mit einem ganz ruhigen Spielaufbau, sehr routiniert. Und Fischer, die Kapitänin, versucht es jetzt mal mit dem Doppelpass. Es funktioniert gut, aber noch mal hintenrum. Weil, das sehen Sie, der FFC sehr gut verschiebt. Sehr diszipliniert in der Defensivarbeit bis jetzt. Und deshalb zwingen sie die Wolfsburgerinnen ein bisschen dazu, dort hinten
diesen Spielaufbau aus der Defensive rauszumachen. Jetzt aber vielleicht mal der öffnende Pass. Das sieht schon mal sehr gut aus, aber da haben sie aufgepasst, die Frankfurterinnen. Da hat Marit Priessen, die Kapitänin, alles im Griff. Klärt hier zum Einwurf. Und Cécile Sanfay, guck mal, wo ihre Kolleginnen stehen. Und wieder der erste Ball zwar beim FFC, aber dann eine Wolfsburgerin dazwischen. Und Sie hören es gut, Jackie Klasse ruft. Nico Arnautis, ein sehr kommunikativer Trainer, redet viel mit seinen Spielerinnen, auch im Spiel. Und sie kämpfen, das kann man jetzt schon sehen, nach gut 5 gespielten Minuten mit den Wolfsburgerinnen gegen eines der besten Teams der Liga. Auch wenn es erst der erste Spieltag ist, aber das können wir sicher sagen. Fischer und ins Aus. Nächster Einwurf für den FFC. Und redet da viel. Sie sehen es, Nico Arnautis mit seinen Spielerinnen. Und jetzt mal die erste Offensivannäherung der Frankfurterinnen. Die hoffen, das hat Nico Arnautis gesagt, hier heute vielleicht für eine kleine Überraschung sorgen zu können. Er sagt, es muss ein sehr guter Tag sein, aber dann kann uns genau die gelingen. Vielleicht ja jetzt. Sie versuchen es auch nochmal über hinten, über Pavolek auf der 6. Die gibt nochmal nach außen. Und der geht ins Aus. Jetzt der hohe Ball. Schauen, wer das Laufduell gewinnt, aber sie stellt sich da wahnsinnig gut dazwischen. Und dann geht es schon wieder nach vorne. Aber der FFC hat aufgepasst. Nochmal hinten rum, genau. Und der lange Ball. Mal schauen, ob der ein Rezept ist. Bisher sieht es noch nicht so danach aus. Almut Schuld, auch eine kommunikativ ganz starke Torhüterin. Viel in Kontakt mit ihren Vorderleuten. Das trifft übrigens auf beide Torhüterinnen zu. Also Brian Heberlin, die Frankfurter Torhüterin, sagt, das Reden ist was ganz, ganz Wichtiges. Macht das abwechselnd auf Deutsch und Englisch. Aber sagt, im Frauenfußball wird viel, viel zu wenig kommuniziert. Das können wir absolut verbessern. Und sie will da vorangehen. FFC wieder über die Mitte und sie versuchen es. Wir sehen, dass sie sich absolut bemühen, dass sie versuchen, sich frei zu spielen. Jetzt eben nochmal den Weg über ganz hinten wählen, aber absolut offensiv, die Wolfsburgerinnen. Und da haben sie aufgepasst. Eva Pajor da ganz vorne und die ist noch nicht fertig. Wir haben es gesehen, sie lauert da und hofft, dass Brienne Heberlin einen Fehler macht. Und Laura Störzel, haben Sie gerade gesehen, sagt, wir müssen besser aufpassen, koordiniert da jetzt zur Ecke und wir schauen mal. Ja, da sehen wir es nochmal. Sie hat natürlich aufgepasst, aber das kann auch anders aussehen. Caroline Graham-Hansen jetzt an der Ecke. Schauen wir mal, wie die kommt. Die kommt gar nicht mal schlecht, aber der FFC kann sich da rausretten. Löst das sogar spielerisch. Hier über die Seite wieder der lange Ball und der ist zu lang. Aber erst einmal vom eigenen Tor weg. Das hat sicher sehr, sehr gut funktioniert. Und Nilla Fischer wieder, die Kapitänin mit dem Spielaufbau. Moin. Tanja, du? Kannst du übernehmen? Jetzt.
Und den sehen wir immer wieder, diesen Pass von Nilla Fischer, die dann versucht, ihre Kolleginnen da in Szene zu setzen. Alex Popp, ganz erfahrene Spielerin, ja schon seit 2012 beim VfL. Und hat ja mit der Nationalmannschaft gerade das WM-Ticket klargemacht für die WM im nächsten Jahr in Frankreich. Da verpassen beide. Und der nächste Einwurf für Wolfsburg. Und die kommen. Super reingegeben. Aber da hat Marit Priessen aufgepasst. Hat das Bein dazwischen. Und wir sehen, dass der FFC es jetzt mal in der Vorwärtsbewegung versucht. Da aber einen kleinen Schritt zu spät. Laura Freigang. Und das ist es vielleicht. Vielleicht müssen sie noch mehr auf die Bälle zugehen. Das sehen wir, dass diese Zuspiele bisher noch nicht so gut funktionieren. Aber bisher eben vor allen Dingen der VfL Wolfsburg mit Angriffsbemühungen, der FFC, wie gesagt, sehr strukturiert, sehr diszipliniert defensiv. Das können Sie jetzt hier ganz gut sehen am rechten Bildrand, wie die Ketten verschieben. Und dann eben immer wieder diese gefährlichen Pässe der Wolfsburgerinnen. Aber Laura Stadler hat aufgepasst, klärt da. Aber wir sehen, dass das etwas ist, diese langen Bälle, mit denen sie der FFC-Defensive teilweise das Leben schwer machen können. Bisher Wolfsburg sehr geduldig, versuchen es jetzt da mal. Tankt sich dadurch Laura Dickenmann. Und wieder Fischer und Claudia Pires Neto da im Zusammenspiel. Und wieder geht es über den Flügel. Aber da kommt Pernille Harder nicht mehr hin. Stefan Lerch, den Wolfsburger Trainer, sehen wir hier. Guckt sich das sehr ruhig an. Hat ja eine hessische Vergangenheit für alle, die uns heute aus Hessen zuschauen. Hat mal in der Jugend von Eintracht Frankfurt gespielt. Kommt aus Darmstadt, war auch bei Darmstadt 98 und sagt, es tut immer noch gut, hessische Luft zu riechen. Als Cheftrainer kriegt er davon natürlich ein bisschen weniger, aber trotzdem die Hessen, die hessischen Clubs, auch bei den Jungs oder bei den Männern, die hat er da natürlich noch im Blick. Und er sieht jetzt, dass der FFC wieder hintenrum spielt und wir sehen, dass das ein absolutes Mittel ist, der Wolfsburgerin, dieses frühe Anlaufen. Und Harder. Da im Zweikampf mit Störzel. Und die klärt zur Ecke. Laura Störzel, ja eine derjenigen, die beim FFC schon zu den erfahrenen Spielerinnen gehören. Gerade mal 26, aber eben Vertreterin von Kapitänin Marit Priessen. Jetzt schauen wir auf die nächste Ecke der Wolfsburgerinnen. Die erste Ecke konnten sie ja gut klären, die Frankfurterinnen. Und die kommt viel, viel höher. Und deshalb ist sie auch gefährlicher. Alex Popp da mit dem Kopfball. Und ist da offensichtlich unglücklich aufgekommen. Wir schauen nochmal drauf. Die kommt viel höher, ist deshalb auch viel besser. Und Popp kriegt nicht so richtig... Kriegt nicht so richtig Druck dahinter. Wird aber von Laura Störzel noch erwischt beim Aufkommen. Am Sprunggelenk, am Fuß. Aber sieht gut aus, geht weiter für sie. Also kein Problem für Alex Popp. Glücklicherweise. Und jetzt wieder... Sie versuchen es und das sehen Sie. Alex Popp gerade immer wieder mit Pässen in die Schnittstelle. Und bisher funktioniert das nicht so gut, weil die Frankfurterinnen aufpassen, sehr diszipliniert sind. Und das war eine richtig gute Aktion. Aber der Ball kommt nicht an. Aber damit nicht genug. Sie, das sehen wir, kämpfen. Und das ist was, das hat Nico Anautis im Vorgespräch gesagt, das ist ihm ganz wichtig. Natürlich sind sie heute nicht die Favoritinnen.
sondern das ist absolut der VfL Wolfsburg als Double-Gewinner, als Champions-League-Finalist. Aber wichtig ist eben, dass seine Spielerinnen diese Tugenden auf den Platz bringen, dass sie kämpfen, dass sie ein gutes Spiel zeigen. Und dann sagt er, dann können wir zum einen eine Überraschung schaffen, aber dann ist er eben auch zufrieden. Und er sagt, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass wir eine Überraschung schaffen würden, dann können wir auch in die Eisdiele gehen. Im Falle der Überraschung gibt es übrigens danach vielleicht ein Eis, aber bis dahin ist es ja noch ein bisschen knappe Viertelstunde gleich gespielt und der FFC noch nicht so oft vor dem Wolfsburger Tor aufgetaucht. Bisher vor allen Dingen Wolfsburg die spielbestimmende Mannschaft, aber trifft auf eine sehr diszipliniert agierende Gastmannschaft aus Frankfurt. Mit gut verschiebenen Ketten. Und deshalb immer wieder der Spielaufbau war ganz hinten über Nela Fischer, die Kapitänin. Und Sie sehen es, Nico Anautis stellt seine Spielerin, weiß genau, wo er sie haben will. Wie in diesem Fall Geraldine Reuteler. Und Foul hier von Jackie Grönen. Ja, da kommt sie einfach einen Moment zu spät. Halb so wild, aber ein Freistoß. Und der geht wieder hinten rum. Sehr tief stehen die Frankfurterinnen und versuchen dann einzelne Akzente zu setzen. Wie jetzt Tanja Pawolek. Gerade mal 19 Jahre jung, bleibt da hängen, wollte ich erst sagen, hat aber gar keine Chance, sich da anders fortzubewegen im Zweikampf mit Claudia Pires Neto und Alex Popp. Deshalb gibt es den Freistoß von Marit Priessen, der Kapitänin, die erstmal guckt, wo habe ich denn Anspielstationen und gar nicht mal so zufrieden aussieht mit den Möglichkeiten, die sie hat. Der lange Ball landet bei Nela Fischer, bei der Wolfsburgerin. Und genauso geht es im Rückwärtsgang direkt wieder Richtung Frankfurter Tor. Und da ist jetzt ein bisschen Platz. Wir sehen es, Harder. Und da hat Laura Stürzel aufgepasst. Aber wir haben es gesehen. Durch den Freistoß sind die Frankfurterinnen weiter aufgerückt nach vorne, haben es viel, viel offener gemacht, hatten nicht mehr so die Absicherung nach hinten. Und Wolfsburg ist so erfahren, wir sehen es hier, nutzt das, die nutzen das sofort oder sie haben es versucht. Pernille Harder so einen Schritt zu spät, aber eine sehr gute Möglichkeit. Und die dritte Ecke schon der Wolfsburgerinnen. Diesmal von der anderen Seite, deshalb eine Aufgabe für Lena Gößling. Und jetzt schauen wir mal, wie die kommt. Die kommt ein bisschen flacher, aber sehr gefährlich. Und den zweiten Ball, da rücken sie jetzt ein bisschen raus, die Frankfurterinnen. Und Gößling mit der Hereingabe. Gößling, und da ist Durcheinander. Und da haben sie Glück, die Frankfurterinnen, dass Alex Popp da nicht so richtig dran kommt. Schauen wir noch mal. Ah, da stimmt das nicht so richtig mit der Zuteilung. Laura Stürzel verpasst, aber dann im Zusammenspiel mit Marit Priessen und Brienne Hieberlin, da können sie das klären. Und jetzt wieder Wolfsburg. Und sie tankt sich dadurch. Wir sehen es. Schlechte Absprache hier in der Defensive der Frankfurterinnen. Sind sie sich nicht einig, wer dorthin geht? Und es ist noch nicht geklärt. Jetzt Stürzel. Die versucht den langen Befreiungsschlag. Aber so ein bisschen machen sie sich jetzt das Leben selber schwer. Und genau das passiert dann. Jetzt Wolfsburg. Und da haben sie richtig, richtig viel Platz. Glück, dass Harder da nicht an den Ball kommt. Und das alles, was wir in der ersten Viertelstunde gelobt haben, haben sie in den letzten Minuten ein bisschen verloren. Diese Ordnung dort hinten in der Defensive. Und dann versucht es Sarah Björk Gunnarsdottir einfach mal mit einem Abschluss. Aber genau, zieht einfach mal ab. Aber keine Gefahr für Sarah Heberlin im Tor der Frankfurterinnen. Sieht ihn kommen, genau, hat ihn. Und er setzt auch nicht nochmal auf. Also
Kein Problem für die Amerikanerin. Und jetzt zwei ganz gute Chancen mit Alex Popp und Sarah Gunnarsdotter hier für die Wolfsburgerinnen in den letzten Minuten. Fischer. Und da haben sie aufgepasst. Das ist der Einwurf von Maritz, die wieder Harder sucht, aber da hatte Tanja Pawolek was dagegen, die junge Frankfurterin. Ich habe es ja schon gesagt. Absolutes Ausnahmetalent. Mit der Fritz-Walter-Medaille des DFB ausgezeichnet worden in Gold. Also da kann man sicher sagen, das ist eine, die den Frauenfußball in Zukunft sehr prägen kann und wahrscheinlich auch wird. Unfassbar starke Technik, super Übersicht und auch eine gewisse Robustheit. Tanja Pawolek und deshalb heute alleine auf der 6 der Frankfurterinnen. Aber jetzt erstmal eine größere Aufgabe für die Defensive. Und da Caroline Graham-Hansen, die es einfach mal mit dem Abschluss versucht. Und jetzt der lange Ball der Frankfurterinnen nach vorne, aber der landet wieder bei den Wolfsburgerinnen. Wir schauen da nochmal. Ja, da spielt sie sich ganz locker aus. 3-4 Gegenspielerinnen. Und schon wieder, während wir die Slow-Mo gesehen haben, Wolfsburg auf dem Weg nach vorne. Und das ein übler Fehlpass der Frankfurterinnen. Und das ist genau das. Oh, das ist genau das, was es dann so schwierig macht. Riesenchance. 22. Minute. Hansen wieder mit dem noch abgefälschten Lattenkracher. Das ist auch das, was diesen Ball so schwer gemacht hat, weil er erstmal eine andere Richtung hatte. Und das sicherlich dieser Ball von Hansen gerade. Der beste und die beste Möglichkeit für die Gastgeberinnen hier nach knapp 22 Spielminuten. Jetzt mal der FFC in der Vorwärtsbewegung, die aber abrupt endet nach einem Foul an Jackie Grönen. Und Angelika Söder, die Schiedsrichterin, geht da noch mal ins Gespräch. Uns erklärt Noelle Maritz noch mal im Detail, warum das vielleicht ein bisschen zu rustikal war. Es gibt den Freistoß. Und den wird Laura Stötze ausführen. Gut gemacht, aber da ist wieder ein Wolfsburger Kopf dazwischen. Jetzt versuchen sie es hier nochmal über außen. Sandway mit dem Ball. Und da wollte sie zu viel, Jackie Grönen. Und jetzt schmeißen sie den Turbo an. Die Wolfsburgerinnen, ein intensives Spiel. Das können wir sicher sagen. Jetzt gibt's die erste gelbe Karte dieser Partie. Von Schiedsrichterin Angelika Söder. Gegen Geraldine Reuteler, gerade aus dem Bild rausgelaufen. Frankfurterin, Neuzugang, kam im Sommer vom FC Luzern aus der Schweiz. Geraldine Reuteler. Und gilt, ebenso wie viele andere in der Frankfurter Mannschaft, als ein sehr großes Talent. In diesem Fall im Schweizer Frauenfußball. Eine ehemalige Jugendtrainerin hat mal gesagt, sie und der Ball, das ist schon irgendwie eine Liebesbeziehung. Jetzt sehen wir noch mal eben auf die Szene von Jackie Grönen, die da 3 auf einmal ausspielen will. Und das dann doch ein bisschen viel, obwohl sie natürlich
die Leistungsträgerin bei den Frankfurterinnen. Ist jetzt der nächste Freistoß und der kommt flach und wird auch flach wieder rausgespielt. Aber den zweiten Ball hatten sie, die Frankfurterinnen, dann aber ein bisschen weit. Und da sehen wir nochmal genau. Holt da Claudia Pires Neto von den Füßen und hat dafür die gelbe Karte gesehen. Absolut legitim. Jetzt versuchen sie sich dann ein bisschen mehr festzubeißen im Strafraum der Wolfsburgerinnen. Cecile Sunway sucht die Kolleginnen. Sagt, komm ein bisschen mehr ran. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man keine Anspielstationen hat. Und da können sie sich befreien. Wolfsburg mit all seiner Routine. Und jetzt kann es richtig schnell gehen. Über Alex Popp. Und da sind auch mehr Arme als Füße fast im Spiel. Aber alles legitim, sagt die Schiedsrichterin. Und jetzt befreien sie sich da hinten ein bisschen aus diesem Gewusel, wechseln nochmal die Seite mit Noelle Maritz. Und genau, wieder über Maritz. Die sucht jetzt, schaut mal ins Mittelfeld, wer da so wartet. Und es geht wieder über die Außen. Wir sehen, sie machen das wahnsinnig breit, das Spiel, die Wolfsburgerinnen. Und das ist auch das, was es so schwer macht. Jetzt gibt es Abstoß. Aber das ist das, was auch das Verteidigen gegen Wolfsburg so wahnsinnig schwer macht, dass sie unglaublich schnelle Seiten wechseln können. Und natürlich, das ist das Fund dieser Mannschaft. Sie sind seit Jahren eingespielt. Wenig Veränderungen in den letzten Jahren. Und Stefan Lerch, der Trainer der Wolfsburgerinnen, sagt, das ist gar nicht mehr so einfach. Man marschiert nicht durch diese Liga und gewinnt Spiele. Und genau das sehen wir heute hier beim offiziellen Eröffnungsspiel der Saison 18-19 gegen die Frankfurterinnen. Es ist nicht mehr so einfach, denn auch die Gegnerinnen stellen sich ein. Frankfurt, wie gesagt, heute mit einem 4-1-4-1 reagiert auf die enorme Stärke, auf die enorme Offensivstärke der Wolfsburgerinnen, die bisher nur so aufgeblitzt ist. Sie haben ein, zwei Ausrufezeichen gesetzt. Hansen mit dem Lattenkracher in der 22. Minute. Und Stefan Lerch, der Trainer der Wolfsburgerinnen, sagt, aber es ist eine Situation, mit der sein Team umgehen kann. Die sind über Jahre gewachsen. Die kennen diese Favoritenrolle, die sie absolut haben in dieser Liga. Vielleicht in diesem Jahr die Bayern ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Aber die können damit umgehen und die werden nicht überheblich und sagen trotzdem, die Titel, die wollen wir wieder und in diesem Jahr vielleicht sogar die Champions League. Aber Titel gibt es nicht im Vorbeigehen, sagt Stefan Lerch. Und das wird eine lange, eine harte Saison. Das zeigt sich heute schon am ersten Spieltag. Und Stefan Lerch, der Coach, hat gesagt, es hätte fast nicht schwerer sein können als Frankfurt. Und wenn sich alle bis hierhin gefragt haben, warum, nach einer knappen halben Stunde sehen wir das. Es ist ein absolutes Geduldsspiel für Wolfsburg. Frankfurt sehr strukturiert, sehr diszipliniert. Auch für die Zuschauer könnte es ein Geduldsspiel werden. Jetzt aber wieder Wolfsburg mit dem Zug zum Tor. Über Claudia Pires. Und jetzt klärt sie da nach innen. Tatsächlich ja immer ein bisschen riskant, aber Marit Priessen, die Kapitänin, hat aufgepasst. Noel Maritz versucht da noch zu retten. Und behält den Ball im Spiel. Rustikaler Zweikampf. Das sehen wir. Die Schweizerin Geraldine Reuterler lässt sich da nicht weiter beirren von ihrer gelben Karte. Und jetzt versuchen sie sich da spielerisch zu lösen, die Frankfurterinnen, aus dem Griff der Wolfsburgerinnen. Und jetzt geht es mal nach vorne über Freigang, die heute die einzige Spitze ist. Bleiben sie da im Mittelfeld hängen. Aber weiterhin Ballbesitz Frankfurt.
Und jetzt haben sie nicht so richtig abgesprochen. Und dann passiert genau das. Jetzt haben sie richtig viel Platz. Und da ist das 1:0 für den VfL Wolfsburg. Und ich kann es gar nicht anders sagen. Wer sollte sonst treffen? Pernille Harder, Europas Fußballerin des Jahres, nach einem Zuspiel von Hansen, die da den Ball super gut reinspielt. Und ja, da muss er nur noch hinhalten. Ich glaube, es ist fast sogar das Schienbein. Aber das zeichnet eben auch Top-Offensivkräfte aus, dass sie im Zweifelsfall auch mit dem Schienbein ein Tor machen können. Und man sieht ihnen vielleicht die Erleichterung nach einer halben Stunde an. 1:0 für den VfL Wolfsburg. Der Favorit, anders kann man es nicht sagen, führt. Aber bis jetzt ein hartes Stück Arbeit, und zwar für beide Teams, für die Wolfsburgerinnen auf dem Weg nach vorne und für den FFC, der das bis hierhin wahnsinnig gut gemacht hat, eben in der Defensive nicht gut kommuniziert, nicht abgesprochen, wer bei der Spielerin bleibt, wer bei Hansen bleibt und wer hereinrückt. Und genau da hat sich dieses Missverständnis, haben sie sofort genutzt, die Wolfsburgerinnen, und zur Führung eingeschoben. Halbe Stunde gespielt. Nico Anautis hat gerade gerufen, weitergehen, Ordnung halten. Das ist ihm ganz wichtig. Und jetzt seine Mädels auch mal auf dem Weg nach vorne. Aber Lena Gößling klärt da ganz routiniert. Und Stefan Lerch, wie gesagt, selber ja lange Fußball gespielt. Seine Heimat Darmstadt-Eberstadt. Irgendwann sogar Spielertrainer gewesen. Und dann kam der Anruf aus Wolfsburg. Da hat er erst die zweite Frauenmannschaft trainiert und hat dann im vergangenen Jahr die Nachfolge von Ralf Kellermann angetreten. Und jetzt schauen wir mal, Jackie Grünen hat den Ball ins Gesicht gekriegt. Wir gucken mal. Natürlich wahnsinnig unangenehm, wenn einen das mal kurz ausnockt. Schauen wir mal. Natürlich auch aus ganz kurzer Distanz. Und gegen die Schläfe. Und für alle, die in ihrem Leben schon mal einen Ball gegen eine Schläfe bekommen haben, das ist weder ein Vergnügen noch besonders angenehm. Das knockt, kann einen nämlich mal komplett von den Füßen holen. Und das sehen wir jetzt hier auch. Jackie Grünen, ganz faire Geste da der Gegenspielerin, die sich nochmal entschuldigt, Noelle Maritz, die sagt sorry, die aber gar nichts dafür konnte. Und Jackie Grün, wie gesagt, der Star in der Mannschaft beim FFC Frankfurt, die, ja, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, ganz viele junge Spielerinnen haben, ihr System ein bisschen geändert haben, und Jackie Grün da schon eine der sehr, sehr erfahrenen, mit 23 Jahren Wahnsinn Leistungsträgerin, normalerweise mit Tanja Pawulek auf der Doppelsechs, und sie sieht noch nicht so richtig stabil aus auf den Beinen. Wir können sie ansehen. Gar nicht ungefährlich, natürlich auch im Fußball sicher in den vergangenen Jahren nicht so sehr ein Thema. Die Gehirnerschütterung bei anderen Sportarten, aus der NFL kennen wir das, mit Gehirnerschütterungen nicht zu scherzen. Deshalb bleibt sie erstmal ganz kurz draußen, und wieder der VfL Wolfsburg im Angriff. Und ganz knappe Sache. Alex Popp beschwert sich da. Wir schauen noch mal drauf. Auf jeden Fall ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Und wir schauen mal, warum sie sich beschwert. War leider nicht gesehen in dieser Einstellung, aber ärgert sich da. Ich glaube, sie hat einen Foul reklamiert. Und Jackie Grün, wir sehen sie jetzt zurück auf dem Feld. Ich würde sagen, sie wirkt noch nicht so ganz. Sie läuft noch nicht so ganz rund. Und wie gesagt, eine der Leistungsträgerinnen, hatte viele Angebote im Sommer, hat aber abgelehnt und hat gesagt, ich habe hier was angefangen, das möchte ich zu Ende bringen. Es ist jetzt ihr letztes Jahr hier in Frankfurt. Und es ist ein ganz großes Vorbild für die vielen Jungen. Jetzt aber wieder die Wolfsburgerinnen, Fischer ein bisschen aufgerückt.
zieht da die Fäden. Und das Foul von Janina Hechler. Und Nico Arnautis, der Frankfurter Trainer, schickt jetzt hier mal drei Spielerinnen zum Aufwärmen. 34, fast 35 Minuten gespielt. Setzt da das erste kleine Ausrufezeichen. Auch eine kleine Info an die Spielerinnen auf dem Platz. Obwohl die das alle gut machen. Jackie Grün, bin ich noch nicht sicher, ob sie okay ist. Aber erstmal den Freistoß gut gesichert. Rian Hieberlin. Ja, ganz souverän die Torfrau. Ist ja beidfüßig, steht oft weit vor dem Tor. Haben wir vorhin gesehen in dieser Szene. Aber hat das im Griff. Hat mal gesagt Nadine Angerer. Ja, auch bekannt in Frankfurt. Ist sie ihr großes Vorbild als College-Studentin. Durfte sie mal mit ihr trainieren und sagt, das hat sie nachhaltig geprägt und beeindruckt. Und sie hat versucht, sich an ihr zu orientieren. Die Wolfsburgerinnen weiter mit Zug zum Tor und Frankfurt wirkt ein bisschen verunsichert seit dem Führungstreffer. Ganz starke Anfangsphase, die Defensive. Sehr diszipliniert, sehr geordnet gestanden. Und jetzt schaffen es die Wolfsburgerinnen immer wieder, da über die Außen durchzubrechen. Ja, es war ein rustikales Reingehen. Aber nichts passiert, weiter geht's. Flacher Freistoß. Und der landet, und das ist eines der Probleme, wieder beim VfL Wolfsburg. Und diese Seite hier, das können wir immer wieder sehen, jetzt über Maritz, ist ein absolutes Problem. Da springt Alex Popp rein, versucht es mal. Und genau, das Zuspiel da, da schaffen sie eigentlich den guten Seitenwechsel. Und es hätte da sogar noch mal gefährlich werden können, falls sie Ibrahimovics Zaubertor gesehen haben. Dann könnte es sie daran erinnern, aber Alex Popp hat natürlich auch starke Fähigkeiten, hat sich gedacht, ich versuch's einfach mal. Und erwischt hat sie ihn, aber trotzdem kein Problem für Brienne Hieberlin im Tor der Frankfurterinnen. Fischer jetzt wählt nochmal den Weg zurück über Almut Schuld, die hier bisher noch nicht wirklich geprüft wurde. Ist ja ein ruhiger Nachmittag für die Nationaltorhüterin, die davor gewarnt hat, die Frankfurterinnen zu unterschätzen und gesagt hat, da muss man absolut die Entwicklung abwarten, aber das kann ein spannendes Projekt werden, das, was die Frankfurterinnen da machen, die ja das Grundkonzept verändert haben, die in diesem Jahr, und das sehen wir auch heute auf dem Platz, auf viel, viel mehr junge Kräfte setzen, auf Nachwuchs, die das allererste Mal keine deutsche Nationalspielerin haben, aber ein ganz, ganz junges Team. Im Alter, im Schnitt von 21,3 Jahren, ist eines der jüngsten Teams der Liga. Und dann gespickt mit einigen Erfahrenen in Anführungsstrichen, jemand wie Marit Priessen, 27, Jackie Grün, 23. Also ein sehr junges, sehr hungriges Team. Das aber, und das sagt auch Trainer Nico Arnautis, Zeit braucht, aber dafür jede Menge Entwicklungspotenzial hat. Heute mit einem ganz schweren Anfangsgegner, mit Wolfsburg. Über Pörnil. Und da muss sie noch mal nachfassen. Über Pörnil Harder. Hier mit dem Abschluss. Aber den hat sie fest. Wenn auch im zweiten. Ja, gar kein Problem. Sind ganz zaghafte Versuche
in die Offensive des FFC, aber Wolfsburg da eiskalt. Pop geht jetzt auf Außen, der war aber ein bisschen zu steil. Und sucht da die Anspielstation. Und der kommt, und der kommt gut. Aber Sarah Gunners dort hier bleibt hängen an Laura Störzel, die nicht so richtig zufrieden aussieht. Die viel kommuniziert da hinten in der Viererkette. Der das absolut wichtig ist. Und Fischer wieder, geht wieder auf die Außen. Eine unglaubliche Stärke der Wolfsburgerinnen. Aber sie sind eben flexibel. Und das sehen wir hier, Seitenwechsel, überhaupt kein Problem. Und das ist es eben, diese Laufarbeit, die es heute für Frankfurt so wahnsinnig anstrengend macht. Jetzt nach 40 Minuten, nach knapp 40 Minuten geht das noch. Aber gerade in den letzten, in der Schlussviertelstunde wird das richtig anstrengend werden. Aber jetzt kombiniert sich erstmal Wolfsburg ganz fröhlich durch den Frankfurter Strafraum. Jetzt hier der Abschluss, bleibt aber hängen. Eva Pajor. Die Polin. Auch abgepfiffen worden, genau. Polnische Nationalspielerin, seit 2015 in Wolfsburg. Auch noch ganz junge, 21 Jahre und trotzdem schon Erfahrung. Ist 2013 mit den polnischen Frauen U17-Europameisterin geworden und Spielerin des Turniers. Und dann zwei Jahre später den Weg zum VfL gefunden. Und dieses Geduldsspiel, was ich angesprochen habe, ist nicht so viel besser geworden. Zumindest aus Sicht der Wolfsburgerinnen, die immer noch wirklich versuchen müssen, sich durch den FFC, durch die gut stehenden Reihen durchzutanken. Jetzt sehen wir, dass Jackie Grün ein bisschen früher drauf geht. Aber immer wieder die Pässe von Fischer zu Claudia Perez Neto, die immer wieder funktionieren. Und über die Außen. Da hat der FFC heute eine absolute Schwachstelle. Da haben sie schlechte Kommunikation und dann kann immer wieder das funktionieren. Jetzt gibt es den Abstoß, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber Noelle Maritz ist da eine, die absolut Alarm macht auf den Außen. Über die der ehemalige Wolfsburger Trainer, inzwischen ja verantwortlich für den Bereich Sport der Frauen, Ralf Kellermann, gesagt hat, sie spielt schon wie eine 30-Jährige. Sie ist allerdings gerade mal 22. Und wir sehen heute, was er damit meinte. Nilla Fischer, die Kapitänin der Wolfsburgerinnen mit der Regenbogenbinde. Die ja bei den Wolfsburgerinnen und auch bei den Wolfsburgern Einzug gehalten hat. Wir sehen hier nochmal, ja, das Foul. Ab der U10 aufwärts tragen alle Wolfsburger Teams, alle Kapitäne und Kapitäninnen diese Regenbogenbinde. Und zumindest bei den Frauen ist das kein Thema. Jetzt der Freistoß. Und immerhin bleibt der Ball in FFC-Besitz. Aber Wolfsburg läuft da unglaublich aggressiv an, geht da früh drauf. Jetzt Störze mit dem Versuch, einen Pass weiter nach vorne zu bringen. Aber Wolfsburg sehr routiniert. Und drängt da die Frankfurterinnen auch einfach ein bisschen raus. Das sehen wir gerade. Jetzt aber das Zuspiel auf Grönen. Und die versucht es mit einem Ball in die Spitze und der kommt sehr, sehr gut. Und da haben sie aufgepasst. Ganz, ganz schwierig. Schwierige Situation für Laura Freigang. Die es da versucht. Die es da aber alleine mit zwei Defensivspielerinnen aufnehmen muss. Dann sind es drei irgendwann. Und Almut Schuld kommt auch noch dazu. Und dann
sind einfach ein bisschen viele. Aber es war die erste richtige Torannäherung der Frankfurterinnen und im Gegenzug passiert was? Genau, der VfL Wolfsburg spielt Richtung Tor. Ein bisschen spitzt da das Zuspiel auf Harder. Aber fast eine Halbzeit hat es gedauert, bis die Frankfurterinnen so eine richtige Torannäherung in sich rausgespielt haben. Jetzt versuchen sie es nochmal mit dem langen Ball. Krönen zieht er erstmal zur Linie. Aber wieder der Ballverlust. Und jetzt sind sie aufgerückt und das nutzt Wolfsburg. Über Harder. Verliert den Ball, aber setzt direkt nach. Jetzt wird es ein bisschen rustikaler vor der Halbzeit. Und eine Minute gibt es obendrauf. Wenig Unterbrechungen in der ersten Halbzeit. Ein Tor von Pönnel Harder, das 1:0. Und ansonsten kurze Verletzungsunterbrechung, als Jackie Grünen den Ball an den Kopf gekriegt hat. Aber ansonsten die eine Minute völlig ausreichend. Das ist Almut Schuld, die ihren Mädels davor sagt, ihr könnt ruhig noch ein wenig rausschieben. Und die sich auch Zeit lässt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und Wolfsburg wieder gefährlich, wieder über Harder. FFC aber aufgepasst. Und das ist gar nicht mal ungefährlich, was sie da vorne machen. Cecile Sanfay und Angelika Söder, die Schiedsrichterin, pfeift zur Halbzeit. 45 Minuten bzw. 46, Sie haben es gesehen, sind gespielt. 1:0 steht es zwischen dem VfL Wolfsburg und dem ersten FFC Frankfurt. Harder, Pönnel Harder hat in der 30. Minute für den bisher einzigen Treffer gesorgt. Und wir haben eine sehr diszipliniert stehende, sehr defensiv starke Frankfurter Mannschaft gesehen. Und wir haben gleichzeitig eine Wolfsburger Mannschaft gesehen, die heute viel Geduld braucht, die aber ihre Offensivkraft absolut hat aufblitzen lassen. Und wir können uns auf eine spannende zweite Halbzeit freuen. Ich tue es auf jeden Fall und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Wir melden uns, wenn es weitergeht, aus Wolfsburg. Ruhrderby zum Auftakt der neuen Allianz Frauen Bundesliga-Saison Duisburg mit einem großen Umbruch.
Die Teams sind zurück auf dem Feld, der VfL Wolfsburg und der erste FFC Frankfurt. Und wir sind auch wieder da und ich hoffe, dass Sie auch noch da sind. Ich freue mich auf eine besondere, auf eine schöne, auf eine spannende zweite Halbzeit. Und los geht's, rein in die zweite Halbzeit. 1:0, ja, der Halbzeitstand nach dem Tor von Pernille Harder in der 30. Minute. Und jetzt schauen wir mal, wie es aussieht, wie die Frankfurterinnen jetzt mit diesem Rückstand zurechtkommen. Haben sich ein bisschen schwer getan nach dem Führungstreffer der Wolfsburgerinnen. Bisschen gekämpft, da in der Defensive sich zu orientieren, sich zu sortieren. Aber haben eine gute defensive Grundordnung gehabt in der gesamten ersten Hälfte. Wir haben es in ein, zwei Situationen gesehen, auch beim Gegentor. Was passiert, wenn sie diese Grundordnung aufgeben? Dann schlagen sie sofort zu, die Wölfinnen, ganz eiskalt. Und jetzt sind wir gespannt, wie beide Teams in der Halbzeit agieren, in der zweiten Halbzeit. Wieder Wolfsburg auf dem Weg nach vorne, aber da haben sie aufgepasst, die Frankfurterinnen. Gehen jetzt ein bisschen früher drauf, die Frankfurterinnen, das sehen wir hier. Trotzdem ganz souveränes Spiel von Wolfsburg. Harder mit dem Ball in die Spitze und der kommt gut, aber abseits da. Von Eva Pajor, der einzigen Spitze heute der Wolfsburgerinnen. Einen Tacken zu früh gestartet, einen Schritt zu weit vorne gewesen und deshalb gibt es jetzt Abstoß von Brienne Hieberlin. Die mal schaut, wo stehen sie denn, die Kolleginnen, und die dann lang nach vorne gibt. Fischer. Gößling. Und jetzt laufen sie früher an. Sie haben es gerade gesehen. Von Saskia Matthijs. Standen tiefer vorhin die Frankfurterinnen in der ersten Halbzeit. Versuchen jetzt früher drauf zu gehen. Das können wir schon sehen nach wenigen Minuten in der zweiten Halbzeit. Harder. Und der Abschluss. Und den hat sie im Nachfassen, wollte ich sagen. Und das war richtig knapp. Da lässt sie ihn noch mal prallen. Brienne Hieberlin. Und wir schauen noch mal auf den Abschluss von Hansen. Und Dickelmann rückt danach. Setzt schon an zum Schuss. Erste gute Chance hier in der zweiten Halbzeit von Hansen. Und der nächste. Also wir können sagen, auch wenn das die Floskel, dürfen Sie mir verzeihen, sie kommen mit noch mehr Zug zum Tor aus der Kabine, die Wolfsburgerinnen. Jetzt war es Harder, die direkt wenige Augenblicke nach Hansen da nochmal abzieht. Am Tor vorbei, aber trotzdem, sie zeigen, wo sie hingehen soll, die Reise. Heute hier in Wolfsburg. Gößling mit dem Ball auf Harder und die geht noch mal über außen auf Alex Popp. Und vielleicht hören Sie es über die Außenmikrofone, diese Mischung aus Deutsch und Englisch. Gibt es in beiden Teams. Und die Wolfsburgerinnen immer wieder über Gößling, die hier schaut, die nach Harder Ausschau hält, aber merkt, da ist kein Platz. Jetzt noch mal hinten rum über Nilla Fischer, ganz erfahrene Spielerin, ja. Die Spielführerin der Wolfsburger.
34 Jahre. Schon seit 2013 bei den Wolfsburgerinnen. Und Alex Popp ärgert sich da. Ja, auch eine der sehr Erfahrenen. Ärgert sich da, dass sie den Ball nicht mehr gekriegt hat. Und wir sehen genau das, was wir in der ersten Halbzeit auch gesehen haben. Ganz unaufgeregten Spielaufbau der Wolfsburgerinnen, sehr geduldig. Jetzt Frankfurt, wie gesagt, geht ein bisschen früher drauf. Mit Laura Freigang als einzige Stürmerin, die dort sehr viel früher anläuft. Und versucht, ein bisschen mehr drauf zu gehen, aber... Sie sehen es, die Wolfsburgerinnen lassen sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, ziehen ihr Spiel absolut durch. Jetzt da Zusammenstoß am Mittelfeld, aber es geht weiter. Und Hansen wieder mit dem Abschluss. Caroline Graham Hansen, die Norwegerin. Aber auch das kein Problem für Brienne Heberlin. Und Hansen, von der haben wir jetzt schon ein paar Ausrufezeichen gesehen, die hat ja im... In der ersten Halbzeit nach 22 Minuten schon mal diesen Lattenkracher ausgepackt. Und die hat ihren Vertrag bei den Wolfsburgerinnen im Februar ja vorzeitig verlängert. Bleibt ihnen jetzt auf jeden Fall bis 2019 erhalten. Und sie ist ja erst 23, wer weiß. Vielleicht wird sie auch noch länger beim Verein bleiben. Auf jeden Fall kam sie 2014 aus Norwegen und hat sich hier inzwischen richtig gut reingefunden nach ein paar Jahren. Benil Harder liegt hier am Boden, hält sich das Schienbein. Das sieht nach richtigen Schmerzen aus. Versucht sofort wieder aufzustehen. Wir schauen mal, was hier in dem Zweikampf passiert. Ja, da ordentlich eine mitgekriegt. Aber steht schon wieder. Sah ein bisschen danach aus, als wäre es genau über dem Schienbeinschoner gewesen. Neuralgischer Punkt, ja. Ja, immer noch Schienbein ist und da tut es dann richtig weh. Aber sie haut sich hier schon wieder in den nächsten Zweikampf rein. Und jetzt versuchen sie es mal über außen, die Wolfsburgerinnen. Mit der Hereingabe und der kommt gut, der kommt sehr gut. Geht aber an Freund und Feind vorbei. Jetzt versuchen sie da zu klären, die Frankfurterinnen kriegen aber nicht so richtig den Ball daraus. Jetzt wieder das Zuspiel von Wolfsburg. Und jetzt ist abgepfiffen worden. Eva Pajor hat da, ich glaube, Jackie Grünen erwischt. Nee, Marit Priesen hat sie erwischt. Aber die läuft schon wieder. Wischt sich hier kurz den Schweiß von der Stirn, aber glücklicherweise nicht so stark erwischt worden wie Jackie Grünen vorhin an der Schläfe, für die es aber auch zum Glück weiterging. Der lange Ball. Das ist ja ein Mittel, das heute bisher noch nicht so gut funktioniert. Jetzt hier 1, 2, 3 Kopfballstaffetten gesehen. Von den Wolfsburgerinnen und Laura Dickenmann. Wird da ein bisschen unsanft von den Beinen geholt, aber Ball war weg. Weiter geht's. Und der Einwurf. Fischer auf Gunnarsdottir und die sucht Perez da im Mittelfeld. Sie brauchen Geduld. Noch immer Gößling, jetzt ein bisschen versucht da über die Außen. Wird jetzt nochmal eingebunden und versucht es jetzt mit der anderen Variante. Mit der Flanke und die kommt gar nicht mal schlecht. Eva Pajor da mit dem Kopf da gewesen. Aber auch Laura Störzler hat aufgepasst. Deshalb kein weiteres Tor für die Wolfsburgerinnen. Die absolut ja, titelhungrig sind. Das ist ganz klar, wenn man als Doublesieger in eine Saison geht. Im Champions-League-Finale denkbar knapp gescheitert ist.
gibt es den nächsten Freistoß nach diesem Foul. Dann ist es ganz klar, dass man sagt, na klar, sind die Titel unser Ziel. Und gerade in der Champions League haben sie noch eine Rechnung offen gegen Lyon. Wie gesagt, auch im letzten Jahr erst in der Verlängerung oder in der letzten Saison erst in der Verlängerung gescheitert. Und Trainer Stefan Leß sagt, das ist etwas ganz Besonderes, diese Champions League. Und deshalb steht die auch für dieses Jahr auf dem Zettel. Jetzt aber erstmal der Start in die Bundesliga-Saison. Und bisher sieht es nach einem Auftakt nach Maß aus. Jetzt aber der FFC auf dem Weg nach vorne mit Laura Freigang und mit dem Versuch, in die Mitte zu spielen. Aber Sie sehen es, was für ein unglaublicher Abstand da war. Also gar nicht einfach für Sie. Und das auch der Grund, warum der Ball nicht angekommen ist. Da standen 3, 4 Wolfsburgerinnen dazwischen. Jetzt schauen wir erstmal, wie es Alex Popp geht. Da standen 3, 4 Wolfsburgerinnen dazwischen und deshalb kommt so ein Zuspiel dann nicht an. Also große Räume hier in der Offensive des FFC. Ja, da kriegt sie von hinten eine mit. Ja, und da war es nicht nur der Kopf, da war es auch der obere Rücken, wahrscheinlich der Nacken. Aber es kann für sie weitergehen. Für Alex Popp, die ganz klar sagt, wo wir nochmal bei den Titeln sind, wir wollen die Schale hochhalten. Und in Wolfsburg ist das, und verstehen Sie mich nicht falsch, sondern ganz im positiven Sinne eine absolute Selbstverständlichkeit in den vergangenen Jahren geworden. Diese Schale, wie gesagt, in dieser Saison die Bayern wahnsinnig nachgerüstet. Qualitativ, aber auch in der Breite und sicherlich erster Verfolger dieser Spitzenmannschaft. Mit der super Hereingabe, und da konnte sie sich, glaube ich, nicht so richtig entscheiden, ob es eine Hereingabe sein soll. Da mit dem Übersteiger Caroline Graham Hansen, da war sie sich nicht richtig sicher. Wir sehen es nochmal, ganz feine Technik, aber kommt nicht an bei Alex Popp, die da lauerte am Pfosten. Und deshalb wieder der Spielaufbau hinten heraus. Nico Anautis, der Trainer der Frankfurterinnen, der sagt, der hier seine Mädels ein bisschen weiter nach hinten zieht. Der über seine Mannschaft sagt, er hat schon viele Mannschaften trainiert, unter anderem den Nachwuchs der Frankfurter Eintracht, der aber sagt, so einen Team-Spirit hatte er noch nie. Ganz, ganz besonderer Zusammenhalt in dieser jungen Truppe und das macht sich hier auch heute bemerkbar. Sie treten absolut als Mannschaft auf, das ist eines der Ziele, was sie hatten und diese Ziele haben sie selber erarbeitet. Nico Anautis hat mit all seinen Spielerinnen gesprochen, hat gesagt, er nimmt keinen raus. Sie sind alle absolut wichtig. Egal wie jung, egal wie alt, egal ob erste Elf oder häufig Ersatzbank, das ist ganz egal. Und die Ziele haben sie gemeinsam erarbeitet und eines davon ist, als Mannschaft aufzutreten. Und das gelingt ihnen heute absolut. Jetzt sind sie auch wieder gefragt. Laura Störze klärt da und jetzt müssen sie sich sortieren. Die Wolfsburgerinnen machen es ganz schnell. Über Eva Pajor, die da ganz lässig Laura Störzel ausspielt, sich durchsetzt. Harder und Perez. Kein gefährlicher Abschluss. Kein Problem für Brienne Hieberlin. Aber wir können noch mal sehen, da haben sie ihre absolute Klasse reingehauen. Hapert dann ein bisschen am Abschluss. Aber ganz, ganz stark gemacht. Und schlechter Abstoß von Hieberlin und deshalb geht die ganze Sache von vorne los. Harder. Löst da die Sache, indem sie hinten wieder rausspielt. Aber jetzt erhöhen sie das Tempo ein bisschen. Reuteler versucht da zu klären. Das war ein bisschen hart von Claudia Perez. Ja, schubst sie da ganz unnötig. Hat sie ja auch nicht nötig, ist aber auch nichts passiert. Deshalb gibt es den Freistoß und es geht in die andere Richtung.
Und es ist auch die Möglichkeit für die Frankfurterinnen, nach dieser kleinen Druckphase von Wolfsburg mal ein bisschen durchzuatmen, sich zu sortieren. Da haben sie eben mit 1, 2, 3 Spielzügen das wahnsinnig schnell gemacht vor dem Tor. Und da sieht man dann eben doch die Erfahrung dieser Wolfsburger Mannschaft. Pop löst das da sehr souverän im Mittelfeld. Und Eva Pajor wieder auf dem Weg nach vorne. Wischt den Ball nicht richtig, setzt aber nach. Und jetzt versuchen es die Frankfurterinnen mal. Aber erneut der Ball in den Wolfsburger Reihen. Almut Schuld ganz lässig mit all ihrer Erfahrung löst sie das spielerisch. Und wir sehen, Wolfsburg lässt den Ball jetzt noch besser laufen, haben vielleicht auch ein wenig mehr Räume, als sie es in der ersten Halbzeit hatten. Die Frankfurterin immer noch diszipliniert, aber natürlich zehrt das nach jetzt gut einer Stunde an den Kräften, dieses absolut intensive Spiel. Und Wolfsburg merkt das und nutzt das. Weiter der Spielaufbau über hinten, jetzt mehr über Lena Gößling. In der ersten Halbzeit viel über Nela Fischer. Jetzt zieht Gößling mehr die Fäden. Die wechseln sich da ab, diese erfahrenen Spielerinnen. Harder. Und Einwurf für Frankfurt. Janina Hechler. Und jetzt wieder. Da haben sie Glück, die Frankfurterinnen, dass Caroline Graham Hansen da verpasst. Jetzt versuchen sie, sich da hinten rauszulösen. Aber es ist alles andere als einfach. Grönen mit dem langen Ball, der landet wieder bei Wolfsburg. Über die Titelambitionen der Wolfsburgerinnen haben wir gesprochen. Aber sie haben auch gesagt, sie haben großen Respekt vor den Gegnern in dieser Liga, die ihnen auch im letzten Jahr das Leben nicht immer leicht gemacht haben. Und das sehen wir heute auch. Jetzt aber erstmal Alex Popp mit der Hereingabe. Da hat Laura Störzl aufgepasst. Aber Claudia Pires Nieto, ganz wichtige Spielerin hier im Zentrum. Und jetzt wieder der Versuch der Flanke, aber sie gehen noch mal raus. Bauen den Angriff noch mal neu auf über Claudia Pires Neto. Über Hada, die bleibt da hängen. Und jetzt der Versuch, da hinten mal ein bisschen rauszukommen für die Frankfurterinnen. Und es ist, sie sehen es, überhaupt nicht einfach. Dann der Ballverlust und wieder Harder. Harder gibt ab. Und das Zuspiel in die Mitte und da ist es. 2:0. Eva Pajor, 62. Spielminute. 2:0 für den VfL Wolfsburg. Und es hatte sich angedeutet. Wir sehen Harder hier ohne Nachlass. Gibt da nach außen auf Laura Dickmann. Genau, und dann ist es Eva Pajor mit dem 2:0 nach 62 Minuten. Die da auch nur noch einschieben muss. Und da sehen wir den Torjubel. Und es ist auch ein bisschen Erleichterung. Natürlich ist es der erste Spieltag. Und natürlich ist es so, und das haben beide Trainer gesagt, natürlich weiß man nicht so recht, wo man steht. In Wolfsburg sicher eine ganz andere Sache bei dieser eingespielten, sich sehr gut kennenden Mannschaft als in Frankfurt. Aber auch die freuen sich übers zweite Tor und über die jetzt inzwischen ein bisschen deutlichere Führung gegen den ersten FFC Frankfurt. In den vergangenen Minuten vor dem zweiten Tor hatte sich das ein bisschen angedeutet. Wolfsburg hat spürbar den Druck erhöht, hat es Frankfurt sehr, sehr viel schwerer gemacht, da hinten weiterhin so strukturiert, so diszipliniert in der Defensive zu agieren. Und es war beinahe, ohne das Böse zu meinen, eine Frage der Zeit, bis dieses Offensivbollwerk der Wolfsburgerinnen das zweite Mal zuschlägt. Da das Foul an Pop, Feiersinger, die Österreicherin, ja eine von sechs Neuzugängen.
in diesem Sommer beim ersten FFC Frankfurt. Hakt da ein und dann muss ich sagen, beide haken ein, aber dann eben genau das. Erwischt sie Alex Popp. Und falls Ihnen der Name Feiersinger was sagt, dann sind Sie entweder ein guter Kenner, eine gute Kennerin des österreichischen Frauenfußballs oder Fan des SC Sand, wo Laura Feiersinger herkam, oder Sie kennen Ihren Vater. Wolfgang Feiersinger spielte ja einst in der Bundesliga bei Borussia Dortmund. Und ja, das ist einer, den kann man kennen. Und Laura Feiersinger, die Tochter, die tritt jetzt in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters. Beim FFC deutet sich der erste Wechsel an. Nach 65 Minuten Sophia Klein-Herne steht da bereit. Defensivspielerin, auch gerade mal 18 Jahre jung. Eine, die in diesem Sommer mit der U20 der Deutschen an der WM in Frankreich teilnahm. Jetzt schauen wir aber erstmal auf diesen Angriff. Der nächste über Popp in die Mitte und da wartet Pajor und Harder und klären können sie nicht so richtig, die Frankfurterinnen, und immer noch nicht bereinigt diese Situation. Die Geschichte von Sophia Kleinherne erzähle ich Ihnen gleich weiter. Jetzt schauen wir erstmal. Die Wolfsburgerinnen packen hier nochmal was drauf. Sie sehen es. Claudia Perez Neto auf Fischer. Der ist ein bisschen zu kurz, aber kein Problem. Für Noel Maritz. Und dem FFC fehlt es im Moment so ein bisschen an Klarheit, da hinten richtig rauszukommen. Schon wieder der nächste Fehlpass. Und Wolfsburg nutzt es eiskalt. Wieder Harder. Und dann das Foul von Janine Hechler, die da vermutlich gar keine andere Möglichkeit gesehen hat. Und jetzt gibt es den Wechsel beim ersten FFC Frankfurt. Wie schon angekündigt, Janina Hechler geht vom Platz. Für sie kommt Sophia Klein-Herne. Genau, die war in diesem Sommer mit der U20 bei der WM in Frankreich. Sind ja erst im Viertelfinale ausgeschieden. Am späteren Weltmeister Japan gescheitert, wenn man es so nennen will. Und die hatte in der Vorbereitung zuletzt ein kleines Tief. Deshalb reicht es noch nicht für 90 Minuten, Sophia Klein-Herne. Aber die wird jetzt eben Janina Hechler hinten in der Viererkette ersetzen. Und die nächste Offensivaktion der Wolfsburgerinnen. Freistoß indirekt ausgeführt und dann der lange Ball, der aber im Tor auslandet. Sophia Klein-Herne, das mag ich noch kurz nachlegen. Zuletzt auch ausgezeichnet wie ihre Spielkollegin Tanja Pawolek mit der Fritz-Walter-Medaille. Sie hat sie in Silber bekommen. Also auch eines jener FFC-Talente, die in den kommenden Jahren richtig für Furore sorgen können und sicher auch werden im deutschen Frauenfußball und mit denen sich der FFC jetzt absolut für die Zukunft aufgestellt hat. Jetzt schauen wir mal hier drauf und da klären sie. Reuteler versucht, da ein bisschen das Tempo rauszunehmen. Ist aber auch gar nicht so einfach, da hinten rauszukommen. Unter dem massiven Druck der Wolfsburgerinnen. Und Sophia Klein-Herne, das habe ich eben schon angedeutet, ist eine jener jungen Spielerinnen, die in diesem Jahr das neue Gesicht des ersten FFC Frankfurt ausmachen. Ganz spannendes Projekt im deutschen Frauenfußball. Ja, ein ganz anderes System als in den letzten Jahren. Da stellen sie sich absolut um. Und das könnte in den kommenden Jahren sehr, sehr spannend werden, weil eben sie nicht mehr auf so gesetzte, auf bekannte Nationalspielerinnen setzen, sondern auf ganz junge Spielerinnen. Und es was ganz anderes, eine ganz neue Linie sozusagen ist. Jetzt schauen wir mal, der nächste Wechsel bei den Wolfsburgerinnen deutet sich an mit Jeanette Jakapfi, die dort draußen bekannt bereitsteht. Entschuldigen Sie. Und wir schauen mal dort hinten. Hat Noel Maritz ein Problem? Er
schon seit sie 17 ist, ist jetzt 22, schon seit sie 17 ist in Wolfsburg. Das sieht nach einem Rippenproblem aus. Und ihre Mannschaftskolleginnen nutzen mal den kurzen Moment für eine kleine Trinkpause. Natürlich, das habe ich vorhin schon gesagt, nicht mehr sommerliche Höchsttemperaturen, aber auch 20 Grad sind bei 90 Minuten Leistungsfußball so, dass es an den Kräften zehrt. Schauen wir mal, ob es ihr besser geht. Da im Austausch mit den Ärzten. Bespricht sich da noch kurz. Und jetzt geht es, das können Sie dem Applaus entnehmen, weiter für Caroline Graham Hansen. Vorher schon das Zeichen der Docs, Daumen hoch, alles in Ordnung. Minuten sind gespielt. 2:0 steht es für den VfL Wolfsburg. Und der FFC, so langsam merkt man, die Kräfte werden weniger. Und Wolfsburg wieder mit dem Zug zum Tor. Da warnen sie ihre Mitspielerin vor. Aber Laura Dickenmann ist eben eine, die es auch mal mit Dreien aufnimmt. Die Schweizerin, 32 Jahre alt, schon sehr erfahren. Hat zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, weil sie sich in einer Reportage des Schweizer Fernsehens ganz offen für zu ihrer Homosexualität bekannt hat und gesagt hat, lange wollte sie das nicht. Alex Popp. Und da klären sie nochmal da hinten raus. Sie sagt, Laura Dickenmann, lange wollte sie das nicht, wollte nicht dem Klischee entsprechen. Und jetzt mit 32 sagt sie, sie möchte öffentlich darüber reden, um den Leuten Mut zu machen. Und wenn es nur einem Mut macht, dann hat sie ihr Ziel erreicht, sagt sie. Und jetzt gibt es einen Wechsel beim VfL Wolfsburg. Caroline Graham Hansen eben ja erwischt worden. An der Rippe geht runter und für sie kommt Jeanette Jakabwy, 28-jährige Mittelfeldspielerin. Und den nächsten Wechsel gibt es auch beim ersten FFC Frankfurt. Genau, das ist Jeanette Jakabwy. Und bei den Frankfurterinnen geht Saskia Matthijs runter und für sie kommt Shakira Martinez, ganz junge Spielerin, ins Spiel. Und der nächste Abschluss der Wolfsburgerinnen. Und Martinez ersetzt sie 1:1 in der offensiven Viererkette. Jetzt schauen wir mal, ob sie noch mal frischen Wind bringen kann. War ja erfolgreichste Stürmerin bei der U17-EM in diesem Jahr. Martinez, gerade mal 17 Jahren. Und gab im Mai ihr Startelfdebüt mit gerade mal 17 Jahren. Also extrem jung. Und jetzt schauen wir wieder auf Harder. Harder mit einem wahnsinnig guten Abschluss. 74. Minute. Und das können wir Brienne Hieberlin ansehen. Sie sehen es. Und dann zieht sie nach innen. Und der setzt noch mal auf und verpasst nur ganz, ganz knapp das kurze Eck. Aber Sie sehen, warum Pernille Harder Europas Fußballerin des Jahres ist. Popp erstmal mit dem langen Ball raus. Auf
Noel Maritz und die nochmal über Almut Schuld, die heute, das können wir nicht anders sagen, bisher einen sehr ruhigen Nachmittag hatte. Eigentlich nur eine Chance der Frankfurterinnen mit Laura Freigang in der 44. Minute, aber vielleicht jetzt. Da ist sie, die neue Spielerin Martinez, die geht da gleich ganz früh drauf. Versucht Lena Gößling da unter Druck zu setzen, aber die ist natürlich wahnsinnig erfahren. Sie lässt sich da nichts vormachen, klärt die Sache ganz ruhig. Und Stefan Lerch gibt da weitere Anweisungen seinen Spielerinnen, der Trainer der Wolfsburgerinnen. Der sagt, er hat in der Vorbereitung viel Gutes gesehen. Seine Mannschaft hat eine unglaubliche Ruhe am Ball, kann gut dieses Ballbesitzspiel. Und das haben sie in diesen vergangenen 75 Minuten wirklich unter Beweis gestellt. Aber in der Vorbereitung, das sagt er, mangelte es manchmal an Effektivität. Sie haben Chancen liegen gelassen, auch beispielsweise in der Champions League. Da sind sie ja schon einmal angetreten auf Island. Natürlich trotzdem 1:0 gewonnen beim isländischen Club Thor Akureyri. Aber, da sagt er auch, uns mangelte es an einer richtig guten Chancenverwertung. Da haben sie sich nämlich gar nicht so wenig Chancen herausgespielt. Aber heute haben sie wieder einen Gegner, der es ihnen nicht allzu leicht macht mit dem ersten FFC Frankfurt. Und trotzdem ziehen sie immer wieder zum Tor. Da lauern sie in der Mitte und da ist es. Alex Popp, 77. Spielminute. Und Brian Hiberlin ist richtig sauer. 3:0. Und da haben sie sich, es deutete sich an, das Zuspiel da von Noel Maritz. Und dann ist genau das eingetreten, wovor Nico Anautis, der FFC-Trainer, gewarnt hat. Die haben Kopfballmonster. Aus Wolfsburger Sicht im absolut positiven Sinne, aus Frankfurter Sicht eher nicht so. Und genau davor hat er vorher gewarnt. Er hat gesagt, möglichst wenig Standards zulassen, möglichst wenig Situationen zulassen, in denen sie überhaupt zu Kopfballchancen kommen. Und jetzt mit dieser Flanke ist genau das passiert. 3:0 und es gibt den nächsten Wechsel. Ella Mazar kommt ins Spiel beim VfL Wolfsburg. Und ersetzt Eva Pajora in der Spitze. Und Ella Mazar, die Sie gerade gesehen haben, die Frau, die immer das markante schwarze Kopftuch, will ich nicht sagen, aber die immer das Band in ihrem Haar trägt. Das ist eine ganz interessante Spielerin, gerade 22 Jahre jung. Stammt aus den USA und hat 2015 ihre einstige Teamkollegin Erin McLeod geheiratet. Und die beiden haben zusammen einfach mal eine Band gegründet. Falls Sie also nach dem Spiel Musik hören wollen, dann hören Sie sich die Debütsingle der beiden an, im vergangenen Jahr rausgekommen. Und jetzt schauen wir aber erstmal, wo auf dem Platz die Musik spielt. Der FFC nämlich jetzt im Angriff. Aber der Abschluss ungefährlich von Tanja Pawulek, aber sie versucht's mal. Ella Mazar, das reiche ich Ihnen noch nach, hat eben, die Band heißt Die McLeods, also wenn Sie das nachher mal suchen wollen im Internet, es gibt eine Debütsingle, die heißt Dreaming Out Loud und so vielfältig sind dann Mittelfeldspielerinnen im Frauenfußball, die haben eben auch einfach nochmal eine Band. Jetzt schauen wir aber mal darauf, was auf dem Platz passiert. Der VfL Wolfsburg wieder in der Offensive. Popp und hat ganz viel Platz, wird da, also sagen wir mal, heftig niedergestreckt. Ich glaube fast, dass sie den Ball gespielt hat und trotzdem sieht das wahnsinnig schmerzhaft aus. Wir schauen mal. Ja, sie erwischt den Ball, aber sie erwischt natürlich auch wahnsinnig viel von Alex Popp. Da sehr, sehr motiviert, Sophia Kleinherne. Und das ist gar nicht mal ungefährlich. Sprunggelenk natürlich was, was immer dann auch nicht so sehr geschützt ist.
entschuldigt sich da Sophia Kleinherr. Eine sehr faire Geste. Läuft auch selber so nicht so richtig rund. Und wir schauen nochmal auf die Szene, die zum Tor geführt hat von Alex Popp. Völlig humorlos und sie ist noch dran. Brienne Hiebelin, aber wahnsinnig schwierig, da den Ball zu erwischen. Er setzt nochmal auf, ganz undankbar. Alex Popp, das sehen Sie, die hat Schmerzen. Es ist gar nicht so sehr das Sprunggelenk, was meine erste Vermutung war. Es ist die Leiste, es sind die Adduktoren. Sie muss natürlich noch mal raus. Das ist ja die Regel, wenn sie behandelt wurde. Und jetzt ist auch Jackie Grönen kurz an der Bank. Bin nicht sicher, ob das eine Nachwirkung ist, dieses heftigen Zusammenstoßes, den sie ja in der ersten Halbzeit mit dem Ball hatte, wo sie den Ball aus kürzester Distanz an die Schläfe bekommen hat. Ob das eine Nachwirkung ist, aber auch Jackie Grönen ist wieder im Spiel. Alles gut. Es geht weiter. Der VfL Wolfsburg, die Fans bedanken sich recht herzlich bei 1886 Zuschauern und Zuschauern. Vielleicht haben Sie es schon gehört. 1886 Zuschauerinnen und Zuschauer sind heute in Wolfsburg. Schauen sich dieses Saisoneröffnungsspiel der Frauenfußball-Bundesliga an zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FFC Frankfurt und sehen bisher einen ungefährdeten, wenn auch arbeitsintensiven Sieg der Wolfsburgerinnen. Noch sind wir nicht so weit, noch sind es gut 10 Minuten oder knapp 10 Minuten zu spielen. Vielleicht kann den Frankfurterinnen noch die Überraschung gelingen. Nico Anautis, der Trainer, hat es ja gesagt, wir müssten ja nicht hinfahren, wenn wir nicht an die Überraschung glauben. Und er hat für sein Team nach dieser schwierigen Vorbereitung um Zeit gebeten. Und da sind sie schon wieder auf dem Weg zum Tor. Und das war die neue Frau auf dem Feld, Ella Mazar, mit dem Abschluss. Und Sie haben es gesehen, da ist es, das schwarze Tuch. Und weil der noch abgefälscht ist, ist der gar nicht mal ungefährlich. Und das ist die Frau, wie gesagt, die mit ihrer Frau eine Band hat. Sie spielt Keyboard und Gitarre, ihre Frau singt. Und dann kommt da auch mal eine Debütsingle raus, wie im vergangenen Jahr. Jetzt kommen wir aber von den McLeods zurück hier nach Wolfsburg. Zu dieser Ecke. Und da ist wirklich ein bisschen Unordnung in der Defensive des 1. FFC Frankfurt. Und Brienne Hiebelin, ich habe sie Ihnen vorhin schon gesagt, ist eine, die ganz viel kommuniziert, die viel spricht mit ihren Vorderleuten. Und die sagt, wir reden viel, viel zu wenig. Und allein an ihrem Gesichtsausdruck, aber auch an der Deutlichkeit ihrer Worte kann man erkennen, dass sie heute nicht immer zufrieden ist mit der Unterstützung, die sie da kriegt durch ihre Defensive. Aber die hat es heute eben auch extrem schwer gegen den VfL Wolfsburg, gegen diese routinierte Mannschaft, gegen den absoluten Favoriten in der Liga. Und dafür verkaufen sich die Frankfurterinnen hier sehr teuer. Versuchen es jetzt mal mit einem Abschluss. Aber das ist ungefährlich. Und es gibt den nächsten und den letzten Wechsel beim VfL Wolfsburg. Wir schauen noch mal auf den Abschluss. Der bringt aber Almut Schuld gar nicht in die Bredouille. Sarah Dursun, das kann ich Ihnen verraten, einer der Neuzugänge vom VfL Wolfsburg, steht bereit an der Außenlinie. Nationalspielerin, die in diesem Sommer von der SGS Essen hier nach Wolfsburg gewechselt ist. Und über die Almut Schuld, die wir hier gerade am Ball sehen, sagt, Spielerinnen wie Sarah Dursun, die kommen hierher, um Meister zu werden, um Titel zu holen. Denn das ist es, wofür der VfL Wolfsburg im Frauenfußball steht. Absolute Qualität, diese Titel und diesen Titelhunger, das kann man sicher am ersten Spieltag schon sagen. Auch angesichts des Kaders und des Etats, der wird hier schon deutlich. Jetzt der Wechsel. Und Sarah Dursun ersetzt Lara Dickenmann dort hinten.
die Schweizerin, die einen ganz zufriedenen Gesichtsausdruck macht bei ihrer Auswechslung. Und Sarah Dursun hat alle U-Mannschaften Deutschlands durchlaufen. Vater kommt aus dem Iran, die Mutter aus der Türkei. Und sie sagt, ein anderes Land als Deutschland, das Land, in dem ich aufgewachsen bin, kommt für mich oder kam für mich nicht in Frage. Unglaublich zweikampfstark. Vielleicht sehen wir das hier noch in den letzten Minuten. Und ihr Traum ist es, das hat sie auch gesagt, irgendwann mal in den USA zu spielen. War mal als Teenager mit der U15 in L.A. und seitdem hat sie diesen Traum. Jetzt aber erstmal Wolfsburg. Eine ganz neue Station für Sarah Dursun. Die jetzt hier hinten in der Viererkette zum Einsatz kommt, die aber auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann, ganz flexibel. Und jetzt der VfL über Harder. Harder zieht zur Grundlinie, versucht es da mit dem Außenriss. Das kann man bei dem Spielstand und in der 86. Minute sicher mal machen. Und vor allen Dingen kann man es machen, wenn man Europas Fußballerin des Jahres ist. Pernille Harder, die sagt, Deutschland war ihr Traum. Sie wollte immer in der Bundesliga spielen. Und das nächste Ziel ist, die Beste der Welt zu werden. Die Beste Europas ist sie schon mal. Und vielleicht sehen wir das bei dieser Ecke jetzt wieder. Geht da jemand entgegen? Ja, das sieht sehr gut aus. Alex Popp da wieder mit dem Kopf dran gewesen. Aber diesmal ärgert sie sich nicht ganz so sehr. Hat ja schon einmal heute getroffen. Kommt nicht schlecht, aber so richtig Druck kriegt sie nicht dahinter. Deshalb geht er über den Kasten. Und der zweite, nicht ganz präzise Abschluss heute, Abstoß von Brianne Heberlin, geht da ins Aus. Und jetzt gibt es den nächsten und auch den letzten Wechsel beim ersten FFC Frankfurt. Geraldine Reuteler geht da vom Platz. Und Alexandra Emmerling müsste das sein, die da bereitsteht. Gebürtige Darmstädterin, genau, die kommt jetzt ins Spiel. Auch eines der Talente, die der FFC in diesem Jahr langfristig gebunden hat. Und jetzt wieder in der Vorwärtsbewegung. Popp jetzt auf Außen mit der Hereingabe auf Harder, die verpasst. Und dann versucht sie es einfach mal mit dem Abschluss. Aber Sie sehen, der rutscht ihr da so ein bisschen über den Spann und dann haut sie den in die Wolken. Alle beiden Teams ja jetzt dreimal gewechselt. Wechselkontingent ausgeschöpft nach 88 Spielminuten. Und in dieser Schlussphase merkt man den Frankfurterinnen ein bisschen an, dass dieses Spiel Kräfte gekostet hat, dass die Körner langsam sich dem Ende zuneigen. Und dass es jetzt gar nicht mehr so einfach ist gegen eine Spitzenmannschaft wie dem VfL Wolfsburg. Trainer Nico Anautis hat gesagt, er will mit einem guten Spiel in die Saison starten. Und auch wenn es hier 0-3 aus Sicht der Frankfurterinnen steht, kann man sicher sagen, dass sie sich teuer verkauft haben, dass sie sehr gekämpft haben, dass sie dieses Defensivkonzept, was Anautis ja gesagt hat, dieses wir wollen gut stehen, wir wollen die Tugenden auf den Platz bringen. Das sind die Dinge, die sie gemeinsam erarbeitet haben, dass sie das gut vermittelt haben, dass sie das gut auf den Platz gebracht haben. Der erste FFC Frankfurt, ja, zuletzt in Feierlaune gewesen, sicher etwas mehr als heute. Angesichts dieser Auftaktniederlage, die ja droht. 20 Jahre, 20 Titel hieß es offiziell, das Jubiläum des Vereins. Groß gefeiert im Frankfurter Römer.
mit Größen des Vereins, natürlich mit Manager Sigi Dietrich, der diesen Verein so sehr geprägt hat. Aber auch ehemalige Spielerinnen waren dabei, die den jetzt noch mal da in der Offensive, der VfL Wolfsburg, und Harder erwischt ihn nicht mehr richtig, aber im zweiten Versuch, da hat aber die Berliner aufgepasst. Große Historie, wie gesagt, der erste FFC Frankfurt im Frauenfußball. Wolfsburg, die Frauenabteilung gibt es ja noch nicht so lange. Das vergisst man manchmal. Und 3 Minuten gibt es offiziell obendrauf. Das zeigt Mirka Derlin, die vierte Offizielle, hier an. 3 Minuten Nachspielzeit. Sicher völlig angemessen angesichts der Tore in der zweiten Halbzeit, der beiden Treffer der Wolfsburgerinnen und einiger Verletzungsunterbrechungen sind 3 Minuten absolut okay. Und wir schauen, was in diesen 3 Minuten noch passiert. Pop nochmal mit dem Pass nach vorne. Aber der FFC war aufmerksam. Die Defensive hat heute absolut ihre Hausaufgaben gemacht. Aber das muss man auch sagen, es war nicht nur eine Defensivleistung, auch wenn das Ergebnis relativ deutlich aussieht. Sie haben das trotzdem gut und diszipliniert gemacht. Auch das Mittelfeld, auch Laura Freigang vorne als einzige Stürmerin. Sie haben alle mit nach hinten gearbeitet. Und am Ende sicherlich ein bisschen ja, auch dieses Kampfes Tribut zollen müssen. Und Wolfsburg absolut routiniert. Lange Geduld gebraucht, 30 Minuten. Dann aber das 1:0 durch Harder. Pajo dann in der 62. auf 2:0 erhöht und eben Alex Popp mit dem 3:0. Und jetzt versuchen sie, und das finde ich bewundernswert, die Frankfurterinnen werfen hier auch in der Schlussphase, versuchen da nochmal Akzente zu setzen, gehen drauf. Tanja Babulek heute als einzige 6 wirklich viel Verantwortung gehabt, hat sie gut gemacht, hatte aber auch keinen einfachen Stand bei so einer starken Gegnermannschaft. Und Wolfsburg hat noch lange nicht genug. Alex Popp geht rein auf, ja, und da kommt der Ball in die Mitte und da haben sie nicht so richtig aufgepasst. Und jetzt nochmal. Sie haben noch nicht genug. Ist es das 4:0? Nein. Da haben die Wolfsburgerinnen wollten schon ein Handspiel reklamieren, aber Angelika Söder, die Schiedsrichterin, sagt, alles gut, nichts passiert. Und das ist jetzt in der Nachspielzeit Dauerdruck der Wolfsburgerinnen auf das Frankfurter Tor. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Redebedarf. Aber Angelika Söder, die Schiedsrichterin, das sehr souverän heute gelöst. Wie gesagt, seit 2008 in der Frauenfußball-Bundesliga, seit 2015 FIFA-Schiedsrichterin und Psychologin. Scheint also genau den richtigen Ton auf dem Platz zu treffen. Und jetzt in dieser Schlussphase Wolfsburg weiterhin den Zug nach vorne. Und damit ist Schluss. Das offizielle Saisoneröffnungsspiel der Frauenfußball-Bundesliga-Saison 2018-2019 endet mit einem 3:0-Sieg für den VfL Wolfsburg. Wir haben eine Mannschaft gesehen, nämlich aus Wolfsburg, die ihrer Favoritenrolle in dieser Saison absolut gerecht wird. Zumindest am ersten Spieltag. Also schon mal zeigt, wo die Reise hingeht. 3 Tore. 1:0 durch Harder in der 30. Minute. Eva Pajo hat in der 62. auf 2:0 erhöht. Und den Schlusspunkt setzte sie hier. Alex Popp, 77. Minute. Eines der Kopfballmonster, wie es FFC-Trainer Nico Arnautis genannt hat. Und der kann zufrieden sein mit dem ersten Auftritt seiner wahnsinnig jungen Truppe, die natürlich hier heute, natürlich im Sinne von bei 0:3 deutliche Niederlage kassiert hat und sich trotzdem teuer verkauft, gut gekämpft hat. Und das sehen wir den Gesichtern an. Das war ein harter Kampf heute. Die beiden, die sich hier nochmal austauschen. Es war ein harter Kampf. Laura Feiersinger haben wir da gerade gesehen. Aber sie haben sich gut verkauft. Sie haben das gut gemacht, tauschen sich da nochmal aus. Stefan Lerch, der Wolfsburger Trainer, und Ralf Kellermann, ehemaliger Wolfsburger Trainer, und Nico Arnautis.
Das sind die Ergebnisse des ersten Spieltags. Gestern ja schon Duisburg gegen Essen 0:4 verloren. Bremen gegen Gladbach gewonnen mit 3:0. Heute außerdem Hoffenheim gegen Potsdam 1:0. Wolfsburg, Frankfurt haben wir gerade gesehen. Und die letzte Partie in Sand gab es ein torloses Unentschieden. Das sieht nach einem zufriedenen Trainer aus, Nico Anautis, der gesagt hat, meine Mannschaft wird Zeit brauchen, aber dann ist es eines der spannendsten Projekte im Frauenfußball. Dieses junge Team hier zusammen mit Manager Sigi Dietrich, dieses junge Team, was er entwickeln will. Und wir freuen uns drauf. Wir gucken drauf und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir Ihnen ein Spiel aus der Frauenfußball-Bundesliga zeigen und verabschieden uns mit den Highlights, mit dem Tor von Pernil Harder und mit all dem, was wir in diesen aufregenden 90 Minuten gesehen haben. Vielen Dank und einen schönen Sonntag für Sie.